Wie in jedem Jahr wechselten um Mitternacht in Jever die neuen Meister beim Püttbier. Auch wenn die alten Brunnen in der Stadt schon längst kein Wasser mehr geben, so hält doch die Tradition des Püttbiers bis heute an. Jedes Jahr am ersten Montag nach dem Dreikönigstreffen am 6. Januar treffen sich auch heute noch alle Püttgemeinschaften, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Gemeinsam gehen sie zu ihren geschmückten Brunnen, wo nicht nur die traditionelle Wasserprobe stattfindet, sondern auch Zylinder und Amtskette an den neuen Püttmeister weitergereicht wird.